Hallo, hallo, meine Lieben. Hier bin ich wieder, Patricia Dender von mywellfeeling.com. Ich bin hier, um dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist, dass das Leben von dir, für dich, durch dich kreiert wird, dass deine wahre Kraft in der Kraft deines Denkens liegt. Und ich weiß, es gibt ganz, ganz viele Bücher, die Kraft der Gedanken behandeln, aber wirklich die Umsetzung, diese Kraft für dich zu nutzen, steht auf einem ganz anderen Blatt, weil unsere Programmierungen und Konditionierungen widersprechen genau dem. Und dazu komme ich gleich zum Thema. Mir begegnet immer wieder in meinen Coachings, dass Menschen davon ausgehen, dass sie einen inneren Kritiker haben. Ja, dieser innere Kritiker macht dir das Leben zur Hölle. Dieser innere Kritiker treibt dich dazu, dir Anforderungen, Ziele zu setzen, die du unmöglich erreichen kannst, wo er dich dann wieder kritisieren will. Dieser innere Kritiker, der scheint eine eigenständige Person oder Persönlichkeit in deinem Inneren zu haben, in deinen Gedanken. Aber wie kann es anders sein? Nichts ist von dir getrennt. Alles bist du. Du bist alles. Du kreierst alles. Also, mal ganz ehrlich, warum kreierst du dir einen inneren Kritiker? Warum kreierst du dir eine Stimme, die dir immer wieder Angst einredet, die dich zum Burnout treibt, die dich dazu treibt, nie gut genug und nie zufrieden mit dir zu sein? Wo kommt diese Stimme her? Warum ist sie da? Warum ist sie so laut? Warum glaubst du ihr vor allem? Warum glaubst du ihr? Ja, es gibt ganz, ganz viele Gründe auf diese Warum-Frage. Aber eigentlich sind diese Gründe völlig egal. Wichtig ist zu wissen für dich, dass du keinen inneren Kritiker brauchst. Du brauchst dir nicht eine Vorstellung, eine Person, eine Stimme, gedankengebende Energien zu kreieren, die dir sagen, dass das, was du tust, nicht gut genug ist. Weil es ist eine Vorstellung. Das sind Überzeugungen, die uns ganz, ganz früh eingetrichtert worden sind. Es sind sogar Rückschlüsse, die wir selber gezogen haben, aufgrund von Erlebnissen, von Situationen. Wir haben immer versucht zu analysieren und rauszufinden, wie sind wir endlich gut genug? Wie geht es, dass wir alles haben können, was wir wollen? Wie geht es, dass wir das haben können, was scheinbar andere haben? Und dann haben wir uns Vorstellungen, Bedingungen zusammen kreiert und überlegt, wie etwas auszusehen hat, wie etwas zu funktionieren hat, wie etwas abzulaufen hat, damit es gut genug ist. Und diese Vorstellung hast du alle selber zusammengeschustert. Das sind alles deine Vorstellungen. Es ist alles deine Welt. Es ist dein innerer Kritiker, den du dir zusammengeschustert hast. Und die Lösung ist, verabschiede ihn. Verabschiede ihn. Sage danke, lieber innerer Kritiker. Es war nett mit dir. Ich habe meine Erfahrungen gesammelt und vor allem habe ich jetzt die Weisheit und das Wissen gesammelt, dass ich dich nicht brauche. Weil was ich brauche, ist ein innerer Cheerleader. Und das kreiere ich mir jetzt. Ich kreiere mir, genauso wie ich mir dich als innere Kritiker kreiert habe, kreiere ich mir einen inneren Cheerleader. Und mit diesem inneren Cheerleader werde ich in Zukunft kommunizieren. Meine inneren Gespräche, die sowas von kreativ sind, die kreieren, weil meine innere Welt kreiert meine äußere Welt. Und aus diesem Grund kreiere ich mir jetzt einen inneren Cheerleader. Und weißt du, was der zu mir sagt? Der sagt zu mir, wie großartig ich bin, wie schön ich bin. Er sagt mir den ganzen Tag, dass ich perfekt bin, dass ich perfekt schon immer war und dass es nichts im Außen gibt, was mir sagen darf, dass ich nicht gut genug bin. Weil es eine glatte, feuchte Lüge ist.
Und dieser innere Cheerleader, der liebt mich so, wie ich bin. Dieser innere Cheerleader kennt meine Geschenke, kennt mein Potenzial, kennt mein inneres Genie. Und dieses Genie bringt er mir jeden Tag wieder ins Bewusstsein. Und dieser innere Cheerleader hilft mir zu kreieren aus Liebe und aus Herzen, aus Freude und aus Begeisterung. Und ich und mein innerer Cheerleader, wir sind ein geiles Team. Wir gehen vorwärts. Ich sage meinem inneren Cheerleader, was ich mir wünsche. Und er zeigt mir den Weg oder sie zeigt mir den Weg dorthin. Sagt, ja genau, Patricia, das kannst du haben. Und so habe ich angefangen, mit meinem inneren Cheerleader Kommunikation aufzunehmen. Zuerst habe ich ihn mir kreiert, zuerst habe ich mir vorgestellt, wie er über mich denkt, wie er mich sieht, wie er die Welt sieht, wie er nach göttlichen Prinzipien, nach Divine Creation Prinzipien mich coacht und unterstützt. Und der innere Cheerleader, der zeigt mir, wo meine Wünsche und Träume sind, weil er weiß genau, jeder Wunsch ist mein Versprechen. Und unter dieser Voraussetzung werde ich gecheerleadet und unterstützt in meinem Weg. Und das wünsche ich mir auch für dich. Ich wünsche mir, dass du dich verabschiedest von deinem inneren Kritiker. Dass du weißt, wo er herkommt und dass du weißt, dass er dorthin zurückgehen kann. Dass du ihn nicht mehr brauchst, dass er in deinem Leben nichts mehr zu suchen hat. Und dass du dich nur noch, und zwar ausschließlich der Stimme deines inneren Cheerleaders zuwendest. Und dass du jedes Mal, wenn der innere Kritiker wieder anklopft oder irgendwie versucht, sich einzumischen, zu diskutieren oder zu sagen, dass er doch wichtig ist, dass du diesem inneren Kritiker die Türe weist, wie irgendeinem anderen unerwünschten Gast, der permanent vor deiner Türe auftaucht und meint, er müsste sich in dein Leben einmischen. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das ist ein Tool, das dir weiterhelfen soll. Und es geht nicht darum, dass du es einmal tust, sondern dass du nur noch deinem inneren Cheerleader zuhörst und diese Gesellschaft genießt und dein Leben dementsprechend ausrichtest. Du wirst sehen, diese Unterstützung wird dich genau dahin führen, wo du es dir wünschst. Und alles andere ist Bullshit. Danke, Wim Hof, dass ich dich zitieren durfte. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Abonniere bitte meinen Kanal. Komm in meine Facebook-Gruppe. Und noch viel, viel besser, steig ein in die Frau, die alles hat. Experience. Es ist jetzt möglich für dich, nur 6 Wochen dabei zu sein, weil wir das Programm vorübergehend schließen. Und zu einem mega, mega super Trooper-Preis, weil auch mein innerer Cheerleader spricht mit mir und sagt, Patricia, deine Wünsche sind mein Befehl. Und einer meiner Wünsche ist, hier noch viel, viel größer werden in diesem Programm, noch viel, viel mehr Frauen zu erreichen und ihnen zur Seite zu stehen, mit meinen Mentorinnen genau dieses Leben für sich zu kreieren, das sie sich so, so sehr wünschen, und zwar ohne eine einzige Bedingung erfüllen zu müssen. Happy Day!